Wir haben gedacht, wir zeigen euch nochmal unseren Günni ein bisschen anders. Aber unseren Günni kennt ihr noch gar nicht von innen. Deswegen machen wir das jetzt mal. Kommt mal mit. Ja, sieht fast genauso aus. Also er sieht optisch genauso aus wie unser. Gleichen Sitzbezüge. Das hier ist ein Schaltwagen, unser Günni ist eine Automatik, das unterscheidet ihn. Der hier hat 140 PS, wir haben 180, aber die Innenausstattung ist exakt die gleiche, wie wir die auch haben. Ja, ist auch MAN, genau, MAN-Fahrzeug. Hier oben das schöne Panoramafenster, das haben wir auch. Es gibt eine richtig tolle Helligkeit. Zusätzlich hier auch ein Fenster. Fernseher, den haben wir hier auch so. Und ja, hier sind wir schon in der Küche. Schöner großer Schrank. Ja. Zweier, Kochfeld. Alles identisch. Was ich sehr schön finde, das mag ich auch bei unseren wirklich gern, ist, dass es eine gut verarbeitete Armatur hier ist. Nicht irgendwas, was sofort abgeht, sondern das sieht wirklich sehr wertig aus. Und das ist es auch. Natürlich große Schubladen mit viel Platz. Hier die Schalter fürs Gas, natürlich Soft Close und die schöne Beleuchtung auch. Ne? Den Kühlschrank, den haben wir schon öfter mal auch bei anderen Modellen gezeigt. Der ist richtig, richtig schön groß, auch mit einem Gefrierfach da oben drin. Unten nochmal ein extra Fach, also da geht ordentlich was rein. Immer gut gefüllt bei uns. Ja, ich gehe jetzt mal ein Stück zurück. Wir haben das Bett als großes gelassen, aber man kann das ja auch als getrennte Betten nehmen. Dann hat man hier nämlich ein bisschen mehr Platz. Die Leiter mache ich mal kurz zur Seite, damit der Perry mal in das Bad zunächst reinschwenkt. Genau, schöne Sitztoilette, also eine große, viel Platz. Bank. Ja, Banktoilette, genau. Perry ist ja ein großer Mann, der hat da wirklich ordentlich Platz mit 1,93. Schränke auch genug Platz, sehr komfortabel gelöst. Und ich weiß nicht, ob du da jetzt meine Hände brauchst, um mal die Dusche zu zeigen, wenn das hier überhaupt jetzt geht, um mal zu zeigen, wie man die Dusche öffnet. Genau, da ist sie. Zopp. 1, 2, 3, simsalabim, schon ist die Dusche fertig. Das Ganze schließen tut man dann natürlich hier, wenn man innen drin ist, auch wieder mit dieser Tür. Das finden wir sehr praktisch, weil man die Tür eben nicht im Weg hat, um sie nach innen oder nach außen zu öffnen, sondern durch den Schiebemechanismus und das hält. Ne? So, wieder zurück. Hier vorne wird das einfach nur kurz eingehakt. Ja. Eine Sache, die ich auch sehr praktisch finde, für die Schränke, ihr seht, rechts und links sind Schränke. Da kommt man natürlich von hier unten dran. Sehr geräumig, aber was ich persönlich sehr praktisch finde, ist, dass man da auch von hier oben dran kommt. Also, eine Hängestange, da kommt man sehr, sehr gut dran. Manchmal möchte man da unten einfach nicht rumkrabbeln. Da ist das sehr praktisch, dass man da auch von oben dran kommt. Das ist auf beiden Seiten so. Und beleuchtet. Und beleuchtet natürlich. Ja. Gut. Also, ich habe es gerade schon gesagt, man kann das Bett auch vergrößern. Wir haben das so gemacht. Dann ist hier noch ein Brett drin und dann kommt die Matratze hier noch oben drauf. Dann hat man quasi eine Liegefläche oder man nimmt es eben als Einzelbettenmöglichkeit. Dann kommt man hier besser dran und hat die Stufen und kommt mit der Leiter ins Bett. Ja, Schränke, 3 Stück da oben und nochmal Seitenfächer, um Dinge unterzubringen. Natürlich hier auch noch mal ein Fenster und rechts und links Fenster. Das ist das Schöne beim Vensation, dass der normalerweise nur ein Fenster hat auf der rechten Seite. Das Vensation Modell hat aber 2 rechts und links. Plus die besondere Tür, die zeigen wir vielleicht auch gerade noch mal. Das ist nämlich die Premium Tür. Die hat ein Fenster.
natürlich auch wieder zum Abdunkeln. Aber das ist eine richtig schöne massive Tür und nochmal mit einem Fenster drin. Der Unterschied zwischen denen hier? Ja, soweit alles gezeigt. Gehen wir wieder raus. Dann gucken wir uns noch die Garage an. Auch eine Besonderheit, die ich sehr praktisch finde, zwei Türen in der Garage, also von rechts und links zu öffnen. Viel Schrank auch nochmal in der Garage zum Abstellen. Wir persönlich haben da oben unsere Akkus drin für die Bikes und haben natürlich auch die Halterung. Das habt ihr schon mal gesehen im Video. Wir haben die Bikeholder, Fahrradhalterungen. Deswegen haben wir hier auch das ganze Zubehör liegen. Ja. Hier ist jetzt eine Stange eingebaut, kann man natürlich auch machen, ist aber nicht Serie. Was hier vielleicht noch zu sagen ist, ich glaube, Dennis hat es immer Cat-Eye genannt, ne? Diese eingefassten Rückleuchten. Schafft einfach noch mal ein bisschen Platz, dass das hier alles sehr gerade ist. Ja, und genau, das ist vielleicht auch noch anzumerken, die Technik ist an einem Platz. Von dem gesamten Fahrzeug ist die Technik hier hinter. Bei uns sind da ein paar mehr Kästen drin, weil wie ihr wisst, haben wir ja Booster und so weiter. Aber hier ist alles an einem Ort und das ist sehr praktisch. Einfach zu schließen, einfach zu öffnen. Stromanschluss ist klar. Kassettentoilette ist natürlich jetzt hier auf der Messe verschlossen und hier ist der Wassertank. Und wir mal probieren. Hören raus. Ah, Kassettentoilettenfach. Und Wassertank. Frischwassertank, Wasserfilter hier, genau. Ja, das ist er. Unser Günni, das 2023er Modell, ich habe es gerade schon gesagt. Aber wir haben euch, wie gesagt, noch nie von innen gezeigt. Im Grunde genommen ist er genauso wie der hier. Ja.